Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Ein Gauner kommt selten allein 2 Bundle von Fatal und Rico. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fatal und Rico mit dem Album Ein Gauner kommt selten allein. Das Ganze im Jahr 2015 erschienen. Wir haben hier ein Bundle in Folie verschweißt, ein Poster gab's extra und in dieser Folie, in diesem Beutel haben wir dann noch ein Shirt und das Album an sich. Auf diesem Beutel haben wir noch diesen Sticker hier, Größe L. Das hängt damit zusammen, dass man das Shirt damals frei Größen wählbar aussuchen konnte. Und ich habe mich in diesem Fall damals dann für L entschieden, da meine Größe M schon vergeben war. Gut, das Album ist ebenfalls noch eingeschweißt. Wir werden dieses Mal aus der Folie befreien. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir lesen hier oben links. DPK präsentiert Fatal und Rico, Ein Gauner kommt selten allein 2. Dann haben wir hier die beiden Gauner sitzen, links Rico, rechts Fatal. Und hier unten lesen wir dann noch, produziert von PD Beats. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case hier, Türkis und Lila, die tonangebenden Farben. Auf der Seite Ein Gauner kommt selten allein 2. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Contra K, Skinny L, Cracky Valley, Easy, Neasy und Mike J. Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet, wenn auch sehr dünn. Wir haben hier Textzeilen, das Fenster ist offen, ich lehne mich weit raus, um nach den Sternen zu greifen. Muss aufpassen wegen Rausfallen, doch der Versuch ist es wert. Auch wenn ich rausfall, stehe ich wieder auf nach dem Aufprall. Fatal und Rico danken und grüßen euch. Wenn ihr coole Leute seid, wenn ihr Player-Hater seid, dann hängt euch auf. Okay, gut. Dann haben wir noch die beiden, in diesem Fall Fatal, der hier gerade Feuer gibt. Auch hier in dieser lila Türkis-Optik. Und hier auf der Rückseite gibt es nochmal die Tracklist. Okay. Dann schauen wir mal die CD an. Ebenfalls Türkis und Lila. So sieht das aus. Und auch hier im Hintergrund wieder. Also durchgehend Türkis und Lila hier im Artwork. Dann haben wir ein Poster. Wie wir sehen, ist dieses einseitig bedruckt und das Ganze ist dann im Hochformat. Hier haben wir dann das Cover in diesem Fall und darunter dann nochmal die Features angeführt, inklusive der Credits. Sehr schön. Also einseitig bedruckt, im Hochformat das Ganze. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar sieht das so aus. Ein schwarzes Shirt mit einem türkisen X. Hier lesen wir dann, hey, 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 ein Gauner kommt selten allein. Auf der Rückseite haben wir in diesem Fall nichts, also Rückseite blank schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Shirt von Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Und, das hätte ich fast vergessen, wo haben wir es? Wo ist das Ganze hergestellt? Ah ja, hier auf der Rückseite steht Made in Marokko. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Ein Gauner kommt selten allein, Teil 2,
Standard-Toolcase mit insgesamt 14 Tracks. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rico und Fatal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.